Hey Leute, da sind wir wieder. Es geht weiter mit Banjo-Kazooie. Genau. Diese Viecher, die regen so auf. Aber ich finde sie ganz cool. Außerdem geben sie mir Leben wieder. Und hier haben wir den Schalter und damit haben wir die letzte Tür geöffnet. Und damit haben wir auch letztendlich den Winter offen. Jetzt wird's kalt. Oh ja, ich freue mich auf den Winter. So, dann gehen wir mal zu unserem Freund, das Federvieh. Hallo. Okay, hier sind ein paar Noten. Und da ist eine Raupe. Wie viel wollt ihr noch mal? 10, oder? 10. Ja, da haben wir noch reichlich. Da haben wir noch genug. Vielleicht will er im Winter wahrscheinlich auch noch mal welche haben. Aber da werden wir dann auch genug finden. 2, 3, 4. Das kann ja dauern. 5, 5, 6, 6, 7. Guck mal deine Windel an. Nein. Ist ja noch ein Baby, muss noch gefüttert werden. Baby. Oh, er ist schon cool. Oh, jetzt wird er noch größer. Jetzt ist er Big Baby. Danke, ach, Bär. Bald bin ich ein großer Adler. Jetzt muss ich aber schlafen. Der legt sich die ganze jedes Mal hin, wenn man ihn gefüttert hat und pennt erstmal eine Runde. Okay, gehen wir hier nochmal hoch und dann schauen wir mal, ob es da noch irgendetwas gibt. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, ja. Und dann hätten wir den Herbst erstmal auch abgeschlossen, ne? Weil sonst haben wir ja bisher alles. Ah, hier ist noch eine Raupe. Jetzt haben wir auch schon wieder 6, also von daher... Oh nein. Egal, wir brauchen keine E-Combo-Combs mehr. Gut, dann gehen wir erstmal ein bisschen nach unten. Okay. Krieg ich das hin? Ja, krieg ich. Aber wir müssen noch mal vorher woanders hingehen. Und zwar können wir jetzt zu dem Biber gehen, den wir hier ja geholfen haben. Stimmt, den haben wir ja freige. Genau. Und da sind wir auch schon in seiner kleinen Bude. Da bist du ja endlich. Ich habe Monate auf dich gewartet, um dir das hier zu geben. Cool, er hat Monate darauf gewartet, nur dass wir dieses Puzzleteil bekommen. Flop. Naha. Okay, damit hätten wir schon 6 Puzzleteile. Also wir nähern uns langsam leider dem Ende dieser Welt. Wir haben auch schon 78 Noten. Ist irgendwas noch auf seinem Bettchen? Hier so irgendwie? Ein weißes Kissen. Tjo. Er muss es ja auch ein bisschen gemütlich haben hier, ne? Richtig. Okay, gehen wir hier wieder raus. Und dann gehen wir... ja, erstmal zurück in den Frühling, um uns erstmal verwandeln zu lassen. Und dann gehen wir, glaube ich, erstmal... danach gehen wir erst in den Winter. So, du Mistviech. Bad. Okay, Kamera. Hallo. Und warum flieht diese... Honigwabe vor mir. Okay, 2 fehlen uns noch. Nee, anscheinend nicht. Die wollen, dass ich sterbe. Aber das werden sie nicht schaffen. Niemals. Ich sterbe nicht noch einmal. Da ist noch ein weiterer E-Combo kommen. Wie gesagt, die brauchen wir nicht mehr. Von daher werde ich mir jetzt erst gar nicht die Mühe machen, den einzusammeln. Könnte man auch ohne Besiegbarkeit da eigentlich rüberjumpen und den holen? Ich glaube nicht, dann wird man sofort getroffen. Und aber wir können als Biene das machen. Da werden wir nämlich nicht von dieser Blume getroffen. Von daher, wir gehen ja jetzt sowieso als Biene überall einmal kurz rein, um nochmal die Welten abzuchecken, ob wir irgendwo irgendetwas vergessen haben, also liegen lassen haben. So, jetzt sind wir wieder im Frühling. Und auf einmal regnet es wieder und überall ist Gras. Gras. Alter, ich finde die Welt extrem geil. Es ist immer noch meine Lieblingswelt. Das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern. Finde ich einfach zu geil. Besonders auch die Musik ist episch. Ja, kann ich ja leider nicht hören. Aber wirst du schon bald mitbekommen in den Parts. Oh yeah. Okay, dann gehen wir zum Mumbo. Und lassen uns verwandeln. Die Biene. Und dann Bienen summen wir erstmal schön herum. Und wir können uns dann ja das Puzzleteil bei dieser großen Blume da holen, die wir ja da wachsen lassen haben. Genau, das können wir uns auch gleich noch mal holen. So, wir sind mit Gummistiefeln ohne Musik hier einfach drin.
So, weg damit. Und verwandeln einmal lassen, bitte. Wir sind eine Waschmaschine, ich hab's hinbekommen. Geil. Oh, Zauber geht in Hose, du Mombo-Hose waschen und schleudern. Hahaha. Geil, es hat funktioniert. Ja, naja, ich habe einfach alle Knöpfe gedrückt gehalten. Es hat funktioniert im Nicht-Funktionieren. Tja. Okay, wer sind die Biene? Sehr episch, die Biene. Besonders, jetzt können wir auch, wie gesagt, auf diese Blumen drauf, wo die E-Combo-Combs sind, weil komplett run und so, aber warum ist hier das Puzzleteil nicht? Ah ja, dann ist es wohl im Frühling nicht hier. Schade. Okay, kann ich irgendwie die Kamera ein bisschen weiter weg machen? Oder muss ich gerade so auf das hintere Teil dieser Biene gucken? Ja, einmal bitte. Ach, das ist doch nur gelb. Die Hose. Die Hose. Müssen wir mal gucken. Ich glaube nämlich, dass es hier irgendwo einen bestimmten Bereich gab, wo wo es ein Puzzleteil gibt. Aber nur, wo man auch als Biene hinkommt, weil man da nämlich hochfliegen muss. So, jetzt können wir es auch gleich mal probieren. Ja, das geht. Okay. So, die Kamera ist weg. Aber dann geht sie natürlich sofort wieder ran. Okay. Ja, jetzt müssen wir, wie gesagt, Ausschau halten. Ich glaube aber nicht, dass es im Frühling ist, sondern dass es zu einer anderen Jahreszeit ein Puzzleteil gibt. Da ist eine goldene Feder, sammel die mal ein. Und zwar links. Da. Hä? Wo war eine? Hier hinten? Hier links. Ah! Da. Gut aufgepasst, danke. Und ja. Lob, damit haben wir schon mal wieder eine goldene Feder. Können wir eigentlich ins Wasser? Nee, dann fliegen wir sofort los. Das ist ja schön. Die mag kein Wasser. Nee, nee, das ist doch klar. Aber ich finde Gürtel immer geil, den die Tiere da dann umhaben. Hier konnte man ja eben gerade sehen. Okay, dann gehen wir erstmal raus aus dem Frühling. Ich glaube, der Frühling wäre damit allgemein dann wirklich abgeschlossen. Ja. Das Einzige, was da noch ist, sind Eier. Und Eier brauchen wir nicht. Richtig, davon haben wir die ganze Zeit gehört. Hier war eben der Winter. Wir gehen aber erstmal doch in den Sommer. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade immer so hochfliege. Willst du die Landschaft erkunden? Oh ja, die ist so schön. Mombo Magie gleich aus. Na toll. Hä? Geht das nicht? Fail. Das geht. Jo, das geht nicht. Zur Wahl alle. Das geht nicht? Okay. Okay, jetzt bin ich sprachlos, ihr merkt schon. Ich auch, so gesehen. Das ist ja richtig komisch. Ich dachte, das geht. Naja, anscheinend dann ja wohl doch nicht. Dann müssen wir vielleicht doch auf die alte Methode dort hinaufkommen. Das war doch... War das im Herbst oder war das jetzt im Sommer? Das war im Herbst. Das war im Herbst, ne? Moment, ich guck mal eben. Vielleicht liegt es da ja oben drauf. Scheint aber nicht so. Nee. Gut, der Sommer wäre damit ja eigentlich dann auch komplett. Das bedeutet, dann können wir den Sommer auch erstmal hier verlassen. Autsch. Ja. Haben wir die Hälfte des Levels auf jeden Fall schon mal geschafft. Ja, das auf jeden Fall. Dann müsst ihr jetzt irgendwie noch so ein paar Honigfarben hier? Nee, schade. Ich dachte. Ja. So, dann schauen wir mal. Sind hier? Nein, hier sind nur Bienen. Und da sind auch nur Bienen. Doofe Sache. Dann gehen wir. Oh, jetzt bin ich falsch gelaufen. Aber da war eine goldene Feder. Wollte ich gerade sagen. Die sind wichtig. Da ist keine drin gewesen. Schade. Egal. Dann gehen wir erstmal hier rein. Um uns Herbst. Ja, um uns hier nochmal das Puzzleteil zu holen.
anschauen. Hier ist wieder, wie gesagt, dieser Ekombokon. Kann ich da nicht einfach... Ne, da müsste ich Unbesiegbarkeit anmachen und das will ich jetzt nicht. Okay. Dann gehen wir mal zurück zur Blume und schauen mal, wie wir da dann sonst auf normalen Weg hochkommen. Okay, das bin jetzt... Meine Flugplatte gibt's nirgendwo, oder? Ja doch, aber hier gibt es immer noch diese Schnapper-Blumen. Kannst ja sehen. Oh nein. Und schon sind die beiden goldenen Federn weg. Nur einmal um diese drei Noten einzusammeln. Aber die waren mir jetzt auch wichtiger. So. Es muss doch eine Flugplatte geben. Vielleicht bin ich aber auch einfach nur blind. Oder ich bin einfach nur doof. Und komme da einfach nicht hoch. Das könnte natürlich auch sein. Ups. Okay. So. So. Aber weiter geht's nicht mehr. Und da ist das Puzzleteil. Hm. Also ehrlich gesagt, ich weiß es sogar gerade nicht, wie man da kommt. Oder muss man bis zum Winter warten? Das könnte auch sein. Sonst haben wir jetzt erstmal zum Winter gehen. Genau. Wir gehen erstmal in den Winter und dann schauen wir nachher weiter. Falls da dann noch irgendetwas fehlen sollte. Okay. Ja, wir haben ja jetzt hier eben gerade sowieso die drei Noten eingesammelt, das war ja auch schon mal was. Von daher waren wir nicht ganz umsonst hier. Und da ist ein Leben. Das nieden wir. Aber ich bin gespannt. Es könnte natürlich jetzt relativ gut möglich sein. Ich bin auch irgendwie, habe ich jetzt gerade so einen Hintergedanke, dass da irgendwas im Winter auch war. Okay, dann gehen wir erstmal in den Winter und schauen wir mal. Kann man da jetzt nicht einfach mit einem normalen Sprung das... Nein. Es würde theoretisch gehen, aber da müssten wir dann mehr Leben opfern. Und jetzt habe ich schon gerade wieder eins geopfert, was eigentlich relativ dumm war. Und das brauchen wir für später auch noch. Ja, und die Combo-Pumps, wie gesagt, wir brauchen die gar nicht mehr. Okay, auf in den Winter. Jetzt wird's cool. Let's go. Und eisig kalt noch dazu. Flop. Oh ja, jetzt bin ich... Ah ja, so war die Musik, genau. Schon wieder Robin Hoods. Yep. Haha, flop. Die können uns dann erstmal wieder ein bisschen Leben geben. Ich finde, wir gehen jetzt... Siehst du das? Ersten. Die Pflanzen sind tot. Genau. Wo sollen wir hingehen? Zu der großen Pflanze. Genau, das habe ich auch erstmal vor. Und wie man schon hören kann, hier sind Schneemänner. Wieder. Die uns mit... Oh, die uns abwerfen, ne? Genau. Oh. Die Blume... Ja, die hat es irgendwie ein bisschen zerrissen. Aber auch nur so ein bisschen. Ist das Puzzleteil auch mit runtergefallen? Ja. Yep. Nein. Ist es nicht. Das bedeutet, wir müssen da irgendwie im Herbst drankommen. Ja, dann gibt es wohl irgendwo eine Flugplatte. Die habe ich dann übersehen. Oder du kannst vielleicht mit der Verwandlung im Herbst rein, weil du warst ja jetzt im Sommer drin. Stimmt. Ich war ja im Sommer drin, ne? Ja, das könnte jetzt natürlich auch wieder sein. Das habe ich mir auch schon irgendwie gedacht. Hier kann man auf jeden Fall auch fliegen. Wir gehen aber erstmal zum Mumbo. Und da beenden wir dann auch erstmal... Oder nee, wir haben ja noch ein bisschen. Naja, nicht allzu viel, ne? Oder wir beenden einfach den Part, dann wird das mal ein bisschen kürzer als normal. Und starten dann einfach gleich wieder neu. Genau. Machen wir einfach so. Die Welt beansprucht halt noch ein bisschen mehr Zeit als die anderen. Da haben sie sich noch mal ein bisschen mehr... Und jetzt kommt der Kracher. Seht mal da. Mumbo ist im Urlaub. Kommt im Frühling wieder. Also. Yep. Na, jetzt haben wir volles Leben und können wieder richtig durchstarten. So sieht's aus. So, Moment. Jetzt gucke ich noch mal, wenn ich da nur mal raufkommen würde. Genau. Federn haben wir genug. Ist hier was in der Mitte? Nein, ist nicht. Nur Federn. Gut, dann werden wir hier erstmal einmal kurz den Part beenden und dann geht es gleich weiter, Leute. Bis dann, ciao. Bis gleich.